Kannst du mir das versprechen? Du musst mir in allem hundertprozentig vertrauen. Es tut mir leid, ich habe mich benommen wie ein Idiot. Und ich kann nur hoffen, dass du die Aufnahmeprüfung trotzdem bestehst. Der Typ da ist ein Freak. Und der wird dir genau die Fotos zaubern, die du brauchst. Matthias ist der Vater und sonst niemand anders. Das ist ja wohl das Allerletzte. Sind die Haare in dem Wagen, mit dem Kitty angefahren wurde. Aber ich habe niemals in diesem Wagen gesessen. Das wird dir aber vor Gericht niemand glauben. Worauf willst du hinaus, Ansgar? Wir geben zu, dass du in dem Wagen gesessen hast. Wie bitte? Ja, ich sag aus, dass ich mit dir eine Probefahrt gemacht habe, vor ein paar Tagen. Das erklärt für die Polizei die Haare und sie sind als Beweis gegen dich wertlos. Du willst eine Falschaussage machen? Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dich hier rauskriegen. Ich weiß nicht. Jetzt komm schon, wir stellen doch eigentlich die Wahrheit nur wieder her. Die Beweise gegen dich sind doch sowieso gefälscht. Oder was glaubst du, wie die Haare in den Wagen kommen? Ich habe keine Ahnung. Ansgar, irgendjemand will mich reinreiten. Irgendjemand? Frau Flahnstein. So, eine Besuchszeit ist sowieso zu Ende. Soll ich ihn rausbringen? Nö, schon okay. Hallo, Nathalie. Wie geht's dir? Blendend. Was denkst du denn? Ich möchte dir noch einmal anbieten, dich als Anwalt zu vertreten. Es ist wichtig, dass du einen Rechtsbeistand hast. Ich glaube, Sie sehen Nathalies Situation ein wenig zu pessimistisch, Herr Anwalt. Frau Kommissarin, ich würde gerne eine Aussage machen, die Sie sicherlich interessieren wird. Ja, und? Bekomme ich jetzt bitte eine Erklärung? Matthias, bitte nicht, dass du etwas falsch verstehst. Was gibt's da falsch zu verstehen? Wie kannst du nur daran zweifeln, dass Katja von mir schwanger ist? Matthias, ich wollte nicht, dass du das mitbekommst. Und ich weiß auch nicht, was ich dir jetzt erzählen soll. Woher weißt du überhaupt, dass sie was mit dem anderen gehabt hat? Hast du es ihm erzählt? Nein. Ich war's. Wie kommst du dazu? Ich habe keine Geheimnisse vor Sebastian. Sie haben also vor einiger Zeit zusammen mit Ihrer Frau eine Übungsfahrt gemacht in dem späteren Unfallwagen. Ja, ganz genau. Ja, und bei der Gelegenheit werden dann wohl auch die Haare auf den Fahrersitz gekommen sein. Und warum ist das Ihrer Frau nicht eingefallen? Gott, noch mal, jetzt versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage. Bei dem, was Sie ihr vorwerfen, ist doch völlig normal, dass sie unter Schock stand. Außerdem... Außerdem? Außerdem gehe ich mal davon aus, dass Nathalie mich nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Sie hat im Moment keinen Führerschein und ich hätte sie eigentlich nicht ans Steuer lassen dürfen. Warum haben Sie es dann getan? Das war auf unserem Privatgelände. Ich wollte ihr ein bisschen Fahrpraxis verschaffen vor der anstehenden MPU. Ja, also wenn ich dafür jetzt irgendeine Strafe akzeptieren muss, dann werde ich das selbstverständlich tun. Ihnen ist hoffentlich klar, dass eine Falschaussage für Sie wesentlich ernstere Konsequenzen hätte. Und vor allem für Ihre Frau. Ja, selbstverständlich. Aber ich sag die Wahrheit. Und wenn Sie mir das nicht glauben, fragen Sie meine Frau. Gräfin Lahnstein, Sie sind einschlägig vorbestraft und nur auf Bewährung auf freiem Fuß. Hm? Sie sollten sich Ihre Aussage gut überlegen. Nathalie, lass dich bitte von Ansgar nicht in irgendwas reinziehen. Mein Mann sagt die Wahrheit. Frau Wolfes, ich möchte Sie bitten, die Aussage meiner Mandantin vorerst nicht zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst muss ich mal unter vier Augen mit ihr reden. Na gut. Ich werde ein schriftliches Protokoll der getätigten Aussagen anfertigen lassen. Gräfin Lahnstein kann sich dann ja überlegen, ob sie es unterschreiben will oder nicht.
und Olli ein bisschen mehr zur Kamera, ja? Ja. Schon ganz in Ordnung, aber ich möchte noch ein bisschen mehr Energie. Power, ja? Wie viel mehr Power? Ich hätte ja nicht gedacht, dass Modeln so anstrengend ist. Ja, ich glaube, ich bleibe auch eher beim Boxen. Ja, auch auf die Knie gehen, als Abwechslung. Nee, das würde nicht gut aussehen. Ich dachte nur, weil... Konzentrier dich einfach nur aufs gut aussehen. Den Rest machen wir schon. Ja, das ist es. Vielen Dank. Okay, Jungs, das war's. Abbau. Super gemacht. Dankeschön. Trotzdem... Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sebastian Bescheid weiß. Das ist eine Familienangelegenheit, das geht niemanden etwas an. Ich war einfach ziemlich fertig wegen diesem ganzen Stress zu Hause. Da brauchte ich jemanden zum Reden und da war Sebastian einfach genau der Richtige. Der sagt doch auch mal was. Findest du es okay, dass Lydia unsere Eheprobleme herum erzählt? Nein, aber ich kann es verstehen, warum sie mit Sebastian darüber spricht. Na, mir geht es auch viel mehr um Sebastian. Warum mischt er sich in meine Ehe ein? Matthias, bitte lass gut sein. Es geht ihnen nichts an, von wem dein Kind ist. Du machst immer einen auf, wir sind eine Familie. Und wenn es dann persönlich wird, hat mein Freund sich gefälligst rauszuhalten, oder wie? Außerdem hat das bestimmt nicht so gemeint, Papa. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte das Thema sofort stoppen sollen. Was bildet er sich ein? Ich spreche noch mal mit ihm. Matthias, bitte vergiss die Sache. Deiner Tochter zuliebe. Sag mal, wo ist denn der Grillanzünder? Oh. Habt ihr Stress? Nein, nein. Alles in Ordnung. Komm, ich helfe dir. Ich fasse es nicht. Zu Ansgar passen die Methoden ja, aber dass du dich darauf einlässt. Ansgar sagt, er holt mich hier raus. Kannst du mir das auch versprechen? Ich werde tun, was ich kann. Wir werden bei diesem Prozess einiges für dich erreichen. Und bis dahin schmurre ich hinter Gittern, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Merkst du eigentlich nicht, was hier läuft? Er macht das Ganze nicht deinetwegen. Er will nur, dass du wieder von ihm abhängig wirst. Vielleicht. Aber er glaubt jedenfalls an meine Unschuld. Und was ist mit dir? Glaubst du mir auch? Ich will dir glauben. Als Freund. Aber als Anwalt kann ich nur die Fakten sehen. Ach, und die sprechen gegen mich? Das willst du doch damit sagen, oder? Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Hey, ich habe mich bei dir noch gar nicht bedankt. Auch nicht der Rede wert. Mir war es eine Freude. Ich meine, ich hätte ja die ganze Sache ja fast zerschossen. Ja. Die Idee mit dem romantischen Bootsausflug war echt nicht so gelungen. Geben wir es zu, ich war ein Idiot. Neandertaler. Die Kamera ist leider im See gelandet. Nicht nur die. Was soll ich sagen, Rebecca? Es tut mir leid. Schon in Ordnung. Ich bin also in Zukunft sicher von deinem umwerfenden Charme? Ja, ab jetzt lasse ich dich in Ruhe. Noble Vorsätze. Ach, du glaubst, ich kann mich nicht zurückhalten und bagger dich weiter an? Testosteron. Ich kenne die Männer. Ah, alles klar, aber du kennst mich nicht. Du hast dich also voll im Griff. Ja, natürlich. Ich musste einfach nur so einen Schalter umlegen. Ganz einfach. Na, dann ist ja gut. Was wird denn das? Ach, weißt du, ich wollte schon den ganzen Tag in den See springen. Oh, ohne Badesachen. Du hast dich doch voll im Griff, oder?
schön, dass du erst morgen zu dieser Baumesse fahren musst. Lydia freut sich total, dass wir alle gemeinsam in ihrem Geburtstag reinfeiern können. Hast du schon gepackt? Matthias? Ja, das mache ich morgen. Bist du so lieb und holst mir die Alufolie von drin, dann kann ich schon mal mit den Kartoffeln anfangen. Ja, sicher. Gegen einen gemeinsamen Grillausflug. War nicht meine Idee. Ich will mir vorstellen, was passiert wäre, wenn Matthias früher gekommen wäre. Oder Lydia. Ein Tag vor ihrem Geburtstag wäre eine super Überraschung gewesen. Du hältst dich von nun an von meiner Familie fern. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Okay? Ja. Aber noch ganz schön lange aufgeräumt. Ich habe Rebecca nur zum Fotografen gebracht und hinterher mit den fertigen Fotos zur Modeschule. Ja. Hoffentlich hat sie die Bewerbungsfrist noch anhalten können. Ja, bestimmt. Ach, schon kurz vorher, da waren wir übrigens noch baden. Baden. Nacktbaden. Nacktbaden. Ja, ja, ist aber nichts passiert. Dann mein Beileid. Nein, 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 es ist schon okay. Ja? Rebecca ist eine tolle Frau. Du bist verknallt. So ein Schwachsinn? Wann kapierst du endlich, dass das Thema Liebe für mich abgehakt ist? Huh? Ich habe den Fehler zweimal begangen. Ich werde ihn nicht ein drittes Mal machen. Ja, schon klar. Außerdem, und zu deiner Beruhigung, ich komme bei Rebecca eh nicht weiter. Wir haben das geklärt und ich lasse Jeppe jetzt in Ruhe. Hi. Kenn ich den Kerl? Woher kennst du ihn? Spielt doch keine Rolle. Für mich schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich jetzt hinlegen. Ja, natürlich. Und Sebastian, danke nochmal, dass du dich um meine zwei Mädels gekümmert hast. Sag mal, ist das nicht das Ultraschallbild von unserer Kleinen? Was macht denn das in Sebastians Tasche? Pff, das ist doch wohl eine Karte. Ich hab davon. Matthias, mir ist den ganzen Tag schon übel. Ich glaube, ich fahr lieber nach Hause und leg mich hin. Lydia, Fabian. Was ist denn los? Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich fahr lieber nach Hause. Echt? Natürlich verständlich. Vielleicht sollten wir alle nach Hause fahren. Du hast ja eh nicht so Lust auf eine Familienfeier. Ja, ja. Da die Stimmung sowieso im Eimer ist. Hey Leute, das meint ihr doch jetzt nicht etwa ernst, oder? Also meinetwegen müssen wir nicht bleiben. Matthias? Bin ich hier der Einzige, der sich aufs Grillen gefreut hat? Wenigstens tue ich was. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie Superanwalt. Ihre kriminellen Energien sind wirklich unglaublich. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich weiß schon, was ich tue. Glauben Sie wirklich, dass die Polizei einfach so auf Ihre Falschaussage reinfallen wird? Wenn Sie Natalie da in irgendetwas hineinziehen... Dann was? Dann bekomme ich es mit Ihnen zu tun? Richtig. Dann lernen Sie eine ganz neue Seite von mir kennen. Na, das wäre ja mal was. Habe ich das gerade richtig gehört? Durch diese Dummheit gefährdest du unsere Chancen, Hannes zurückzubekommen. Sag mal, unsere Chancen? Wenn deine Falschaussage aufliegt, dann wird diese Schlampe vom Jugendamt das mal wieder als Beweis für deine Charakterschwäche nehmen. Tanja, ich finde es wirklich rührend, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass dir Nathalies Verhaftung ganz gelegen kommt. Was kann ich dafür, wenn die ständig jemand über den Haufen fährt? Ich warne dich, wenn ich irgendwann mitkriege, dass du was mit dieser Sache zu tun hast, dann... Ansgar, mach dich nicht lächerlich. Ich werde Nathalie aus dem Gefängnis holen. Und dann bekomme ich auch das Sorgerecht für Hannes zurück.
Dafür brauche ich dich nicht, Tanja. Merk dir das endlich. Bei den Models können die Bilder nur top geworden sein. Aber hallo. Also ich sehe schon mal nichts. Du fasst meine elektronischen Geräte nicht mehr an. So übertreibt man nicht. Was, ich kann Rebecca verstehen. Überleg mal, was du schon alles mit ihrem Fotoapparat angestellt hast. Genau. Davor mit ihrem Handy. Können wir bitte das Thema wechseln? Also, wollt ihr die Fotos nun sehen oder nicht? Los. So, gar nicht so schlecht, oder? Das habe ich doch gesagt bei den Models. Ja, die Fotos sind trotz der Models was geworden. Ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre schon angebracht. Jungs, ich bin euch sehr dankbar. Ich bin nämlich eine Bewerbungsrunde weiter. Echt? Fantastisch. Glückwunsch. Ich würde sagen, darauf trinken wir an. Ich helfe dir. Miriam. Und auf uns müssen wir auch anstoßen. Auf uns? Naja, auf einen Neuanfang sozusagen. Ich meine, so wie wir zwei uns kennengelernt haben. Ich leg mich denn mal hin. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, geht schon wieder besser. Hol mal die restlichen Sachen aus dem Auto. Let's go. Fabian. Sag mal, hast du in letzter Zeit Sebastian öfter gesehen? Also, was verstehst du denn unter öfter? Zum Beispiel hier. Hier? Puh, nee, eigentlich nicht. Also, nicht seitdem Lydia in der WG wohnt. Hm. Ja, warte mal, warte mal. Hast du zwischen Mama und Sebastian irgendwelche Spannungen mitbekommen? Papa, wäre es nicht einfacher, du sagst mir, worauf du hinaus willst? Hast du. Willst du mich den ganzen Kram alleine schleppen lassen? Mach mal. Schon, lass mich wenigstens deine Tasche nehmen. Kann ich selbst tragen. Okay, Lydia, was muss ich tun, damit du mir wieder verzeihst? Es geht nicht darum, dass ich dir nicht verzeihe. Ich verstehe dich einfach nur nicht. Wie kommst du dazu, dich in die Probleme meiner Eltern einzumischen? Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwas musst du dir ja dabei gedacht haben. Vielleicht ist da der Anwalt in mir durchgekommen. Ich war plötzlich in der Diskussion mit deiner Mutter. Es tut mir leid. Vor allem wegen deiner Geburtstagsfeier. Das fällt dir ja früh ein. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Krieg ich für den Anfang deine Tasche? Eigentlich sollte ich sie dir um die Ohren hauen, ne? Okay, wenn du Lust hast, bin ich dir zur Verfügung. Du bist unmöglich. Oh. Siehst ja. Es ist Ihre Sache, ob Sie unterschreiben. Ich muss Sie allerdings warnen. Wenn sich die Aussage Ihres Mannes als unwahr herausstellt, wird es Ihre Probleme nicht gerade verringern. Haben Sie einen Kugelschreiber? Ja. Ja. Aha. Wirklich? Ja, bin auf dem Weg. Der Stift. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie sich die Sache lieber noch mal durch den Kopf gehen. Glauben Sie, ich habe Lust, noch eine Nacht länger in der Zelle zu verbringen? Nein, glaube ich nicht. Frau Gruber, bringen Sie Frau von Lahnstein bitte wieder in Ihre Zelle. Kommen Sie. Ja, aber was ist denn mit meiner Aussage? Besser, Sie warten bis morgen mit Ihrer Unterschrift. Na los, Abflug. Oh, ich glaube, da geht noch eine. Hm? Ja. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Nein. Ich glaube, ich hole mal eine Flasche Wasser. Also, mir reicht's auch. Ich muss jetzt sowieso mal los. Dabei war es gerade so nett, nicht wahr, Gregor? Ja. Ich habe aber eigentlich auch noch was zu tun. Wir können ja zusammen mal was trinken gehen. Du und der Neandertaler? Ich
denke mir einen anderen Kosenamen für dich aus. Wenn du willst. Ja, wenn du einen noch schmeichelhafteren findest, gerne. Mal schauen, was mir so einfällt. Okay, also, macht's gut, ihr Supermodels. Du auch. Tschüss. Tschüss, Rebecca. Tschüss, Tiger. Wenn da mal nichts geht. Da wird sich mein Bruder aber ins Zeug legen müssen. Also, tschüss. 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 Ach, je, was willst du denn schon wieder hier? Dir ins Gewissen reden. Deine Falschaussage, um Natalie zu schützen, war wirklich dumm von dir. Ach, Tanja, ich finde, dazu ist eigentlich alles gesagt. Du entschuldigst mich. Ansgar, die Polizei kommt dir hundertprozentig auf die Schliche. Sag mal, Tanja, habe ich irgendwas ausgefressen, wovon ich nichts weiß? Ja, deine Falschaussage wegen der Probefahrt. Die reine Wahrheit. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du Natalie so aus dem Gefängnis kriegst. Ich habe dich für schlauer gehalten. Ich krieg sie da raus, egal wie viele Indizien ich fälschen muss. Ach, du gibst also zu, dass alles gelogen war. Erstunken und erlogen. Aber was kannst du mir schon beweisen, du Miststück? Ach, und komm nicht auf die Idee, zu dieser Rolfes zu rennen und mich zu verpetzen. Dann steht nämlich Aussage gegen Aussage. Das glaube ich nicht, Graf Lahnstein. Was denn? Sie? Ich habe dir doch gesagt, die Polizei kommt dir hundertprozentig auf die Schliche. Dann meldest du dich bei mir. Klar. Tschüss, Herr Brandner. Ah, ciao, Judith. Fabian. Oh, geht jetzt die komische Frage rein nach Sebastian in die nächste Runde? Ich dachte eben nur, dass du mehr weißt als ich. Aber Papa, worüber soll ich mehr wissen? Über Mamas Seitensprung. Ich dachte, das Thema wäre schon längst abgehakt. Das dachte ich auch. Moment mal. Du denkst doch nicht etwa Mama und Sebastian?